Hallo ihr Lieben, ich bin total überrascht, wie gut der letzte Gartenrundgang ankam. Dabei wollte ich das ja ein bisschen reduzieren, aber ich habe so viel positive Resonanz bekommen, dass ich tatsächlich jetzt den nächsten raushau. Ein paar Tage vor der Zeit, bevor es online gestellt wird. Dementsprechend wird sich noch mehr tun im Garten. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich selber war jetzt über 48 Stunden nicht im Garten, was eigentlich recht selten ist bei mir. Und das hat sich tatsächlich einiges getan. Ich bin total happy hier zu sein. Gab da noch etwas anderes, was nicht so schön war, aber die Lösung auch schon direkt parat. Ich zeige euch einfach alles mal. Kommt mit! Ja, super genial bei König Kürbis dem Zweiten. Ist er überhaupt noch zu sehen? Ich gehe mal näher ran. Ein paar Fühlerchen streckt er noch raus, ganz tot ist er nicht. Ich wollte ihn nochmal umpflanzen in einen Topf, weil ich dann doch die Zucchinis, die hier so schön wachsen, ein bisschen schützen wollte. Ich habe da ja super Tipps gekriegt. Wenn die sich kreuzen, wird es giftig. Und ich habe im Moment so einen Spaß an den Zucchinis und liebe Zucchinis ja sowieso, wie schon in einem anderen Video erwähnt, ich glaube sogar im letzten Gartenrundgang, dass ich mich dazu entschieden habe, das Ding dann umzupflanzen. Guck mal. Ich habe zwei Zucchinis geerntet. Hier kommen die nächsten und die sind auch schon riesig hier unten. Die da. Kann man das sehen? Ja, doch, kann man. Ich hoffe, die Kamera stellt das scharf. Das ist noch ein bisschen ungewohnt mit dem neuen Handy. Der Autofokus nervt mich manchmal ein bisschen. Aber ich nehme die Dinge, wie sie sind und mache das Beste draus. Ich denke, die Qualität hat jetzt nicht massiv drunter geleidet. Und ihr habt immer noch Spaß beim Gucken. Ja, und auch hier, wie gesagt, zwei habe ich geerntet und hier echt riesig groß. Unglaublich, was nach zwei Tagen hier hängt. Und die ist noch nicht mal dunkelgrün, die hat noch ein bisschen Zeit zu reifen. Ich werde es auch nicht übertreiben. Hier übrigens das Teil, was ich auch nachher gleich wieder rausnehmen werde. Stechapfel, Leute, seht zu, dass ihr das aus dem Garten kriegt. Ist giftig, nicht so toll. Ich fasse das Ding auch nur mit Handschuhen an. Hab da echt Respekt vor. Und das würde ich euch auch raten. Und das Ding ist ansonsten riesig. Schreit aber alles schon ein bisschen nach Wasser. Dann, die Brennnesseljauche ist alle. Ihr kennt das ja aus dem Video letzte Woche. Das Ding war dann noch ein bisschen voller. Ich musste ein bisschen reagieren. Warum musste ich reagieren? Das zeige ich euch direkt. So ihr Lieben, hier rum ging's. Und zwar die ganzen Bohnen sind voll mit Läusen, die ich jetzt bekämpfe. Und zwar mit Brennnesseljauche. Habe ich auf jeden Fall unter den anderen Videos schon mal aufgeschnappt, entweder mein eigenes oder das, was da verwendet wird. Gegen Schädlinge. Und meine Erfahrung damit werde ich dann irgendwann nochmal aufgreifen, wie das funktioniert hat. Ich weiß, es ist jetzt nicht so die Tageszeit, um zu gießen, aber ehrlich gesagt, die Brennnesseljauche, die verdunstet hier mega schnell. Ich mache mir da schon gar keine Sorgen mehr. Und die Läuse sollen es nicht mögen. Ein Tipp von Thomas gewesen. Garten-YouTuber-Gruppe habe ich das auch nochmal reingeschrieben. Mal gucken, was da an Reaktion kommt. Ansonsten ist die Sache einfach mal ein Experiment. Alternativ kann man dann auch Neemöl benutzen. Aber wie Verwendung, also wie verdünnen und so, da habe ich noch keine Ahnung. Warten wir einfach mal ab, wie sich das entwickelt. Ich sehe jetzt schon weniger Läuse, als wären die alle abgespült. Oder die haben instant mal gar keinen Bock gehabt, hier zu bleiben. Da mit den Sonnenblumen ist das hier was ganz Schönes. Gehen wir zur nächsten. Wow, ich finde, die sieht auch voll schön aus. Die sind hier größtenteils unterschiedlich. Ich habe so eine Mischung genommen. Hier das Feld, da habe ich sie einzeln gepflanzt, wie es auf der Verpackung steht. Die hier bunt gemischten Feld, dicht an dicht. Meine Hoffnung war, dass sie dann nicht ganz so groß werden. Mal abwarten, wie das sich so entwickelt. Wow, das ist schön. So, dann habe ich hier die Erbsen kommen. Ihr wisst ja, Erbsen, ein Experiment, wer die Folge nicht kennt. Ich blende sie mal oben rechts ein. Da hinten sind auch noch welche.
Da eine Ranghilfe. Kommt auch noch eine. Da kommen die ersten. Na, der Schmetterling will es gerne hier. Wie ihr sehen könnt, die Kohlrabis sind hart fertig, was die Blätter angeht. Aber ich habe auch feststellen müssen, und deswegen werden die zeitnah geerntet, dass die Kleinen besser schmecken als die Großen. Also die Großen, die verlieren echt an Geschmack. Und da will ich natürlich dann beigehen und das ist ein bisschen größer werden als die hier. Das könnte schon so fast die richtige Größe sein. Der sieht richtig gut aus. Die gehen auf jeden Fall raus. Den lasse ich noch wachsen, wenn er will, aber der sieht schon ein bisschen angeditscht aus. Ja, dann die Bohnen. Wow, das sehe ich ja jetzt erst. Ihr seid live mit dabei. Fast live. Oh, sieht das schön aus. Und so hoch ist sie schon gekommen. Bis hier könnt ihr gucken. Ein Stück hat er noch. Und die Bohne hier hat auch die Ranghilfe angenommen. Ich finde, das sieht voll toll aus. Lemon Queen lebt auch noch, aber war vielleicht die falsche Jahreszeit, um sie einzupflanzen. Mal gucken. Dann bei den Bohnen habe ich hier am Rand auch nochmal Erbsen rein. Was haben wir da denn für ein schönes Tierchen? Wer bist du denn? Dann haben wir hier auch noch Erbsen. Ja, warten wir einfach mal ab. Hier die Ranghilfen wurden auch größtenteils angenommen. Ein bisschen habe ich da noch unterstützt, aber das ist ja, denke ich mal, völlig normal. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Der eine ist hier sogar runter und hoch gegangen. Guck mal, ist das nicht toll? Also findet seinen Weg einmal runter und dann auch wieder hochgegangen. Den werde ich mal versuchen, ein bisschen zu unterstützen. Der davor ein bisschen zu viel Brennnessel auch abgekriegt, als mir die Kanne aufgegangen ist, die Gießkanne. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Passiert mal. Oh, die Fliegen mögen das hier richtig gerne. Dann bei den roten Beeten, da sind ja ein paar drin. Ich habe schon einiges geerntet, auch schon verschenkt an Steffi, die sich zurückgemeldet hat, vorher da gar keinen Bezug zu hatte und dann Kartoffelstampf mit roter Beete gemacht hat. Und die Tochter hat es auch geliebt. Da hinten seht ihr mein Experiment. Ich würde es ja mit einer roten Beete so richtig übertreiben und mal gucken, was dabei rauskommt. Guckt euch das an, das Teil. Wenn das mal nicht groß ist. Also ihr wisst ja, große Hand und so. Hier ist sie schon neben. Also das ist ein Oschi, das ist schon fast, naja, Handball wäre noch ein Ticken größer, aber ist nicht mehr weit weg. Durchmesser etwas über 11 cm. Bin gespannt, wo sich das noch hinentwickelt. Ich habe im Internet mal recherchiert und da stand von was von bis zu 13 cm. Ja, ansonsten werden sie weniger, aber es sind noch echt genug da. Und ja, hier kommt auch schon wieder Quäke durch. Ein bisschen anderes Unkraut. Aber alles im grünen Bereich. Meine Kamille ist eingegangen. Schade, dass ich da vorher nicht bei war. Also Kamillentee oder so. Das werde ich mir merken. Vielleicht mochte die auch Brennnesseljauche nicht. Hab mir aber von den anderen Garten-YouTubern schon aufgefangen, dass in Deutschland überall ein bisschen Dürrezeit ist, was das alles angeht. Und selbst Löwenzahn verbrennt. Ich habe noch eine andere Stelle wegen Kamille, da werde ich doch direkt mal nachgucken. Und auch diese Bohne hat die Ranghilfe angenommen, geht ihren Weg. Ich habe anfangs ein bisschen unterstützt. Mal gucken, wo sie noch hin will, ob sie das alles komplett annimmt. Boric kennt ihr ja schon. Aber was hat noch zu mir gefunden? Tada! Neue Spermenschütze, könnte man sagen. Das Ding kommt vom Bau, war über. Wurde bei uns im Schnellschneegarten in der Gruppe gepostet. Ich habe zugegriffen. Freue mich da auf jeden Fall sehr drüber. Mal gucken, was man da unten alles noch anstellen soll. Das ist die einzige Stelle, die mir nicht so gefällt. Aber gibt für alles eine Lösung. Ansonsten schweres, massives Teil. Es gibt übrigens noch mehr Stellen, wo
Dill drin ist, hier sogar jede Menge. Eins, zwei, da hinten einer. Wenn ihr hier mal guckt, da dahinter versteckt. Auch in den Rändern noch. Also Dill habe ich zu Genüge. Wenn ich ein bisschen freiliege, dann können die bestimmt richtig schön wachsen. Ja, ich habe gerade noch einen Tipp gekriegt zu den Bohnen und den Läusen. Sascha von SafeBio hat mir mal entgegengeschmissen, unbedingt das Unkraut raussammeln. Oh, davon liegt noch ein bisschen was, aber generell habe ich das gerade getan. Denn die Läuse können umsiedeln vom Unkraut rüber auf die Bohnen. Ich glaube, das ist mir dann auch gestern passiert oder in meiner Abwesenheit. Denn ich hatte schon ein bisschen gejätet und habe dann aber alles liegen lassen. Hab dann nicht gesehen, dass da Läuse dran waren. Egal, jetzt liegen die frei. Brennnesseljauch ist tatsächlich schon weggetrocknet, deswegen mache ich mir keine Sorgen über Verbrennungsgefahr. Und kann das ganz entspannt angehen. Nebenöl soll tatsächlich helfen. Bin ich sehr happy drüber. Danke für die Tipps, Sascha, falls du das siehst. Zu den Kartoffeln habe ich auch wunderbare Tipps gekriegt. Haben wir noch nichts falsch gemacht. Ihr habt das im Kartoffelvideo gesehen am Sonntag. Die ersten sind rausgekommen. Mein Vater hat uns ja geholfen. Und ich habe eher ein bisschen gefilmt. aber das war schon eine schöne Ausbeute. Sven gab nochmal Rückmeldungen, haben super geschmeckt. Bei meinen warte ich noch ein bisschen. Ich habe auch noch Kartoffeln zu Hause, die will ich erst aufbrauchen. Macht ja noch keinen Sinn. Ja, ansonsten, nach den 2 Tagen oder über 2 Tagen hat sich bei den Erdbeeren noch viel getan. Apropos Erdbeeren, ne? Grashüpfer. Hallo. Du bist jetzt auf YouTube. Dann könnt ihr sehen, das Knoblauchbeet ist ausgedünnt. Quick ist auch mega schnell nachgewachsen. Das wird auf jeden Fall etwas, was demnächst mal dran ist hier. Ich denke, ich werde den restlichen Knoblauch auch noch rausholen, weil ich bin mega zufrieden, oder auf jeden Fall die dickeren zuerst. Mega zufrieden, wie der schon schmeckt. Also gestern kosten können. Nach 2 Wochen Lagerzeit echt schon Hammer. Also ich... Ne, wer nicht immer das Maximum rausholen will, das ist völlig ausreichend für mich auf jeden Fall. Und wenn man dann ein bisschen mehr hat, dann trocknet genug durch, dass man auch später mal Erfahrungen sammeln kann, wie er dann schmeckt, so wie die Unterschiede sind. Das ist mir persönlich immer alles sehr wichtig, diese Erfahrung zu sammeln, in der direkten Erfahrung. Dann habe ich nochmal was auf dem Sperrmüll gefunden, und zwar dieser tolle Schlitten. Ja, ich finde ihn klasse, erstmal weil es so ein altes Teil ist. Steht auch ein Name drauf, das will ich jetzt nicht direkt in die Kamera halten. Wie ihr sehen könnt, so wie er jetzt steht, bietet er sich sogar an als kleines Regal, vielleicht für Kräuter oder so. Mal gucken, ob ich hier Bretter rüberlege und daraus was mache. Da lasst euch mal überraschen, das werde ich irgendwann mal in irgendeiner Folge zeigen, vielleicht sogar schon zeitnah. Ansonsten gibt es dazu nicht viel zu sagen. Zur Not wird er im Winter benutzt, für Transport, für Sachen im Garten. Dann, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erwähnt hatte. Lavendel hat er auch in meinem Garten gefunden. Freue ich mich sehr drüber. Ach, zurück zu den Erdbeeren. Da war ja was. Die liebe Steffi, ich bin jetzt im Pavillon, hat mir noch ganz viel Erdbeerpflanzen vorbeigebracht. Ich freue mich megamäßig. Die werden jetzt auch ganz zeitnah reinkommen. Vielleicht heute noch. Mal gucken. Das hat auch was mit dem Knoblauchbeet zu tun. Und dann hier noch eine Pflanze. Wenn einer weiß, was das ist, bitte schreibt das unten in die Kommentare. Sie wusste das jetzt nicht. Ich weiß es natürlich auch nicht. Und guck mal, da hängen sogar noch ein paar kleine Erdbeeren dran. Ja, so sieht das aus. Ich freue mich da megamäßig dran. Vielen Dank nochmal, Steffi. So, ihr Lieben, dann bin ich nochmal im Bunker. Hier hat auch noch was zu mir gefunden. Das ist, steht auch schon länger oder stand länger in meinem Keller. Jetzt habe ich das endlich mal in meinen Garten gekriegt. Das ist diese Dartscheibe und die ist gar nicht mal so schlecht, so wie es aussieht, was echt gut ist. Da war vorne der Ring nicht mehr drauf, stand auf dem Sperrmüll, wie gesagt. Den habe ich vorhin einmal rumgezupft. Ist gar nichts los, kann man schon wieder Dart spielen. Ich freue mich megamäßig, weil Dartspiel macht echt Spaß, wie ich finde. Und da habe ich auch schon den Sven, mit dem habe ich geschnackt und wir haben da richtig Bock drauf. Also es kriegt irgendwo nachher mal ein Plätzchen. Ja, was die Leute so wegschmeißen, ich habe es ja schon mal gesagt. In dem Fall war das irgendwie so eine Art Haushaltsauflösung, wo jemand keinen Bock hatte, seinen Müll rauszuräumen und das war noch dazwischen. Ja, mega gut, jetzt hat es zu mir gefunden und ich denke, da werden eine Menge Leute noch dran Spaß haben. Ja, bei den Tomaten, sie wachsen und wachsen. Ich will da jetzt gar nicht durchdrehen.
Aber ganz ehrlich, ich drehe durch, weil guck mal, allein dieser Anblick hier, so schön buschig und da oben wachsen noch mehr. Ich finde das so geil. Also das hier ist ja auch ein bisschen, ne, nicht so geradlinig. Ich habe hier den Seitentrieb mal voll aufgehen lassen. Aber mich belohnt das allein mit der Freude, die ich daran habe. Und ich denke, die Tomaten werden auch durchkommen. Allerdings, wie ihr sehen könnt, da hängt einiges an Gewicht dran. Und für mich steht das sowieso schon an, hier nachzusteuern und ja, die Gegengewichte und so weiter so zu machen, dass ja, mir das Ding nicht umknickt, ein bisschen anbinden und so weiter und so fort. Und das ist aber bei allen Tomatenpflanzen schon so. Ende letzter Woche habe ich auch schon dafür Schrauben mit Muddern hierher gebracht. Aber wenn ich das so sehe, da hängt so viel Gewicht dran. Ich muss mal gucken, ob das was wird. Vielleicht, Sascha, macht das Tomatenhaken-Ding nachher mehr Sinn wegen des Gewichtes. Ja, und ich habe ja schon mal von der Schmorgurke erzählt und die habe ich gekostet. Super, super lecker. So sehen die außen klein. Ich werde die auch jetzt beim nächsten Mal nicht so groß werden lassen. Da hängt auch schon die nächste. Ja, wenn ich irgendwo kram. Ach, da hinten auch noch eine. Unten ist vielleicht auch noch mal eine versteckt. Keine Ahnung. Er spielt auch gerade nicht so die große Rolle. Oh, die hat sich auf den Weg gemacht, sehe ich gerade. Guck mal auf der anderen Seite, ist mir gar nicht aufgefallen gerade. Die geht schon bis da. Ach toll, ich finde das klasse. Lars entdeckt die Natur und die Zwiebeln, oh, auch so riesig hier. Hat oben schon, ja, nennt man das dann auch eine Zwiebel? Ich glaube, das ist für die Saatgutgewinnung oder irgendwas. Ach, keine Ahnung. Vielleicht darf mich mal irgendwer belehren in den Kommentaren. Da habe ich echt so gar kein Gefühl und gar keinen Plan für. Ja, und wie ihr sehen könnt, bei den Tomaten hier, sie wachsen auch. Und die Tomaten selber schön knackig grün, so eine richtig schöne grüne Farbe. Grün gehört ja zu meinen Lieblingsfarben, definitiv, auch wenn ich ein bunter Hund bin. Grün ist schon sehr speziell, ich mag sehr, sehr, sehr gerne. Und ja, bei dem System, was ich habe, hier muss ich überall noch nachsteuern, hatte ich vor, habe ich erzählt, weil hier sind noch ganz viele Schrauben dran, hier, ne? Natürlich ohne Gewinde, um da Muttern aufzusetzen. Und das ist natürlich nicht das, was ich wollte. Aber mir ging die halt aus. Ja, beim Mais nebenan habe ich das Gefühl, die Dinger sind dicker geworden, oder? Was meint ihr? Ich habe da zuletzt nicht viel erkennen können, aber da kommt mehr Grün. Ja, vielleicht mochten sie jetzt die Deko ein bisschen und sie sind ein bisschen freudiger drauf und wachsen dementsprechend auch lieber und schneller und fetter und wie auch immer. Auch hier überall die Tomaten, da unten hängen die Grünen. Ach, die sind richtig schön. Also, da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Wie gesagt, die sollen ja schwarz werden. Ja, und auch noch von der Steffi hat hier in meinen Garten gefunden. Oh, das fängt an zu blühen hier. Guck mal. Vielen Dank, Steffi. Mal sehen, ob ich es aus dem Kopf hinkriege. Bergbohnenkraut müsste das sein. Hat einen super geilen Geruch. Ich glaube, das ist bestimmt Bestandteil von Oregano, sagt mir mein Gefühl. Ist voll schön, wie die Dinge alle in meinen Garten finden. Aber auch hier sehe ich jetzt überall mal Unkraut. Da will ich auch mal beigehen. Ich bin also sowieso in Unkraut-Zupflaune heute. Und die Minze erholt sich auch. Sieht das nicht toll aus? Die lasse ich weiter wachsen und dann hätte ich auch für Getränke her. Ich habe die Anfrage gekriegt, ob ich das mal zeige oder so mal als Tipp, sowas generell mal zu machen. Vielen Dank an meine Schwester und Dennis. Das kam von euch. Und vielleicht gehe ich dem mal nach. Mal schauen. Und auch hier. Alles immer noch das gleiche System mit dem Hochbinden. Und hier habe ich auch nochmal Minze in meinen Garten finden lassen. Allerdings habe ich die nicht so sinnvoll eingetopft. Mal gucken, oder in die Erde gebracht, nicht eingetopft. Mal gucken, ob die sich so entwickelt, wie das jetzt ist. Oder ob das ein Fehler war. Ja. Basilikum lebt tatsächlich immer noch. Ich rechne eigentlich damit, dass sie komplett eingeht. Ja, so wie zu den Tomaten. Ja, bei den Kartoffeln hier werde ich auf jeden Fall mal anhäufeln können. Bei dem Hügelprinzip hier, was ich vorhabe, geht das sogar. Mal gucken, ob ich das vielleicht ein bisschen verändere. Da habe ich natürlich vorher nicht so dran gedacht. Bringt die ein oder andere kleine Schwierigkeit mit sich. Aber ich glaube, von der Breite geht sich das gerade so aus. Ja, die Kartoffeln sind echt richtig schön hier. Und hier die drüben, die kennt ihr schon aus einem anderen Video, aber ich finde es trotzdem zeigenswert. Also an den Kartoffeln erfreue ich mich hier so richtig.
So, ich habe mal alles ein bisschen von Unkraut befreit und habe das auch weggebracht an einen Platz, der den Bereich hier nicht erreicht, damit ich diese Läuse loswerde. Übrigens in dem anderen Video, in dem ich genau das hier gebaut habe, Totholz gesammelt habe und von den Ameisen und Läusen geredet habe, da ging es natürlich nicht um meine eigenen, sondern um die, die hier überall in den Pflanzen hängen. Die werden von den Ameisen gemelkt, habe ich mir sagen lassen. So, und ihr Lieben, die Geschichte hier, ne? Wisst ihr noch? Goldrauke? Bin ich da richtig? Oh Gott, jetzt hört sich das so komisch an. Ja, die wird ja noch größer, aber es fängt an zu blühen und ich freue mich dran und das wird nachher echt toll aussehen. Ich habe mir da nochmal Fotos angeguckt die letzten Tage. Und beim Apfelbaum ist hier alles voll damit. Und das gibt mir auch ein bisschen Sichtschutz nach hinten. Finde ich auch toll. Und ja, mein Platz hier, der ist natürlich wühlig und da steht Kram rum und die Bank wird schon eingewachsen, ist schon eingewachsen. Aber auch das steht bald an, alles mal frei zu machen. Ich glaube, das ist auch easy und super schnell gemacht. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Leute, was Unkrautjäten angeht, macht euch das Leben nicht so schwer. Also ich muss sagen, klar, sieht alles ein bisschen unordentlicher aus, meine Zeit. Also übertreiben braucht man auch nicht. Und die maximale Ernte, wollt ihr nicht ein bisschen mehr vom Leben haben und das mit dem Unkrautjäten nicht übertreiben, anstatt jeden Tag da auf den Knien rumzurobben und jedes kleine Pflänzchen da rauszuholen. Macht euch nicht kirre. Ich bin da ganz entspannt und mache da echt gute Erfahrungen mit. Macht das mit dem Unkraut, wie ihr wisst, immer peu à peu. Und klar sieht es mal zwischendurch ein bisschen unordentlicher aus. Aber ich denke im Großen und Ganzen, gut, ich bin hier noch ein bisschen unter Welpenschutz quasi, weil es das erste Jahr ist. Aber im Großen und Ganzen sieht es ja bei mir nicht grob unordentlich aus. Und Unkrautjäten hat bisher so wenig Zeit bei mir in Anspruch genommen. Und wenn man es mal so macht, gerade die Kartoffeln frei machen, das ging so fix. Ja, und man muss das auch recht nicht übertreiben. Also findet ein gutes Gleichgewicht zwischen Freizeit und Arbeit, was euren Garten angeht. Und ihr werdet viel glücklicher sein und nicht ganz so gestresst sein. Ja, das würde ich euch noch wünschen. Ja, ihr Lieben, bevor ich die Folge beende, ich bin jetzt abends nochmal hier. Das ist quasi ein Nachschnitt, der allerdings vor der Verabschiedung kommt, die ich vorhin letztendlich schon abgedreht habe. Ich habe noch eine Info gekriegt vorhin und zwar geht es noch um diese Verlosung, um das Gewinnspiel. Da ging es ja um den Honig und da gibt es ein paar Leute, die mitgemacht haben. Ich muss euch noch ein bisschen vertrösten. Der Honig wird nach wie vor noch frisch gemacht und er reicht uns erst hier bei der nächsten, ja wie hieß das noch, Gruppenarbeit. Und die ist immer am ersten Samstag des Monats, sprich Anfang nächsten Monat sehe ich das dann wohl erst. Ich werde versuchen, da irgendwie vorher ranzukommen. Aber wahrscheinlich wird das noch ein bisschen dauern. Bitte habt Geduld. Ich kenne auch schon den oder die Gewinnerin. Das war übrigens kein Versprecher, der irgendwas verraten könnte. Es ging nur um das korrekte Aussprechen. Ich freue mich auch für die Person jetzt schon die ganze Zeit. Ich würde ihr das am liebsten schon erzählen. Aber geduldet euch noch. Die Verlosung wird auf jeden Fall noch stattfinden. Auch die Verlosung an sich ist schon abgedreht. Da meine Eltern mir geholfen, da dürft ihr euch auf etwas freuen. Ja, und somit möchte ich den Gartenrundgang abschließen. Und meine Worte, die ich dazu gewählt habe, die kommen jetzt. So, ich kann die Kamera gar nicht mehr halten, habe ich gemerkt. Deswegen muss ich mal ein bisschen anders halten. Also, so wie ich es vorher gemacht habe. Ja, ich hoffe, dieser Gartenrundgang hat euch gefallen. Ich kam auch mit den Läusen voran, die ich an meinen Pflanzen, an den Boden und so weiter gefunden habe. Und ich werde hier nochmal ein bisschen Wache schieben. Und dann wartet auch das nächste kleine Projekt, das mit den Tomaten. Vielleicht wird es eine eigene Folge, vielleicht zeige ich auch erst hinterher, was da alles los war. Vielen Dank fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Lars.